Und damit herzlich willkommen zurück bei Super Mario Odyssey. Wir werden jetzt ein klein wenig versuchen, unsere Odyssey zu reparieren und die Verfolgung von Bowser wieder aufnehmen. Und das Ganze nach dem kurzen Intro. Bis gleich. So, Mario scheint heiß zu sein und wir zahlen mal die Monde ein. 10 Stück. Die Odyssey ist repariert, sieht aber immer noch sehr schmutzig aus. So, ob wir jetzt zur Stadt kommen? Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssey reparieren zu können. Mann, haben wir ein Glück und du darfst dich von Bowser nicht nochmal so überrumpeln lassen, Mario. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp: Rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger vorankommen oder einfach einen Hang hinabschnellen möchtest, dann duck dich und drücke Y und du kannst vorwärts rollen. Und wehe, du wirfst mich dabei, Mario. Das wird uns doch garantiert weiterhelfen, oder Kumpel? Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten ja ins Cityland. Diese Geschichte, die wie so ein New York aussieht. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Ich glaube, das nennt man Skyscraper oder Wolkenkratzer. Hier steht, dass sie mit Hilfe von, halt dich fest, Mario, Mondenergie erbaut wurde. Das ist cool, oder? Ja, richtig cool. Oh no, Bowser, Bowser, Bowser. Cityland, New Donk Island. Die Geißel auf dem Hochhaus. Alles klar, wir haben's hergeschafft. Sieht aber gar nicht gut aus hier. Schau mal. Bowser Schiff, auf geht's, wir holen uns das Scheusal. So, und damit auf in ein neues Abenteuer. Das sieht richtig geil aus. Also eindeutig New York, die Brooklyn Bridge. Gefühlt. Okay. Ja, da fahren richtig viele Autos, hä? Aber diese ganzen Bowser-Plakate hier. Warum ist dieses Ding hier? Was sollen wir bloß tun? Ach, die Bürgermeisterin. Hallo? Bürgermeisterin Pauline, tut mir leid. Ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Meine Wähler, ich muss meine Wähler retten. Seit dieses Scheusal von Ungeheuer Bowser hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken und ich verliere meine Wähler. Ich werde nicht wiedergewählt und ich will auch Bürgermeisterin bleiben. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos und chaotisch. Ich meine, welche Dame von Welt würde schon dieses Scheusal heiraten wollen? Die scheint sauer zu sein. Okay, du erzählst das Gleiche nochmal, alles klar. Ich sehe da viel, viel Chaos.
Okay, das war's nicht. Ah! Super, jetzt verliere ich Münzen, damit ich an diese Münzen komme. Ah, ich bin auch so doof. Fail. Ja, super. Das hat ja schon mal super geklappt. Warum springe ich eigentlich darüber? Man wirft die Mütze und sammelt die Münzen. Ah. Ich, auf dem Weg in die Stadt, vergiss es. Viel zu gefährlich, Kumpel. Ah, guck mal hier. Da hatten wir wieder mal einen Strohmast. Hier gibt es ganz schön viel fies aussehendes Krabbelgetier. Pass auf, Mario, das ist gefährlich. I, die verwandeln sich ja. Oh, ey, das ist Schmeißfliegen City hier. Okay, hier sind Panzer. Da ist der Cappy-Shop. Ist die Frage, kann ich mir hier das... Was bringt mir das? Das bringt mir doch gar nichts. Kann ich die hier? Okay, ich kann den Panzer übernehmen. Okay, so. Nein. Was kann ich denn hier so Schönes machen, ha? Auch ein Herz holen, okay. Okay, das sieht interessant aus hier. Münzen. Die Frage ist immer, was bringt mir hier dieses Panzergedöns, ne? Das ist echt, echt hart hier. Aber geil. Okay, hier keine Chance da. Nee, keine Chance ohne Schießen.
Oh, Schwein gehabt. Guck mal, hier unten drunter ist ein Mond und ein Herz. Schmalzfliegenalarm. So, wo ist der Mond? Komm her, mein erster Mond. Ein Mond für dich im Inneren eines Stahlträgers. Yeah. Oh Mann, ey. Gott sei Dank ein Herz, ey. Baustellenzugang, yeah. Stopp, kein weiterer Weg. Müllsäcke. Was für eine verwahrloste Stadt hier, ey. Ich glaube, wir können diese Treppen da benutzen. Ich glaube es auch, Cappy. Unser Weg zu Münzen und zu weiteren Leveln.
Ja, guck mal, eigentlich brauchen wir den ja nicht, aber... Münzen! So, hier, das war der Weg von hier nach oben, nach unten. Haben wir dieses Ungeheuer selbst zuzuschreiben? Was wird die Bürgermeisterin tun? Huch. Hallo, kleiner Mann. Moment, du gehörst aber nicht zu diesem Ungeheuer von Bosa, oder? Wenn du mich fragst, ist die derzeitige Situation ganz schön aussichtslos. Unsere schöne Stadt... Das ist der Heliport hier, okay. Und nein! Oh, ich lebe noch. Uiuiui. Ui, ui. Der war jetzt richtig, richtig übel. Okay. Oh, guckt euch mal an, da wie viel Monde wir holen müssen. Himmel! Das wird ein großer, langer Level. Ich glaube, hier wird es ein paar Folgen geben. Ein Mond für dich. Schwing in der Brise. Na super. Hätte ich auch einfach haben können. Gut, den Shop hatten wir ja gleich am Anfang. Warum springe ich? Warum springe ich? So, dann schauen wir mal, was das Haus hier zu bieten hat. In New Donk City Rathaus. So, so, das ist das Rathaus. Nein, ein Absturz, nur weil ich die Plakate haben wollte.
Okay, die kleinen Stinker kommen wieder. Okay, die Münzen sind wichtig, die müssen wir einsammeln. So, die Münzen auch noch mitnehmen, ne? Abgestürzt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Jump'n'Runs manchmal hasse? Aber einfach, weil ich gerade hier runtergefallen bin. Schön, und jetzt brauche ich Herzen. Jetzt finde ich natürlich wahrscheinlich keine. Oder ein Save-Punkt. Bitte ein Herz. Noch mehr Münzen. Apropos Herzen, ich finde ein Herz jetzt total cool. Dass man die nicht dauerhaft aufwerten kann. Das ist Leben am Limit hier, wie man so schön sagt. Ein Herz, ja. Extra Herzen. Obwohl, wenn ich jetzt 6 habe, deutet das darauf hin, dass meistens was etwas Schlimmeres passiert. Wir sind immer noch nicht hoch genug. Wie groß ist denn diese Stadt, Mario? New Donk City, Rathaus. So, okay, da geht's hoch beim nächsten Mal. Was hast du hier noch? Ein Freund von mir ist da hoch und er ist noch nicht zurückgekommen. Rette ihn. Ja, aber das wird beim nächsten Mal passieren. Wir haben erst 2 Monde. Wir sind immer noch auf dem Weg nach oben bei diesem Riesenhaus. Und ich freue mich schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.